Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal, die Sims Suchtis. Ja, und ich wollte euch heute mal ein neues Spiel vorstellen. Ich habe das schon etwas länger. Das gibt es im Early Access immer noch, aber inzwischen ist es gut spielbar. Zu Anfang habe ich mich geärgert, dass ich es geholt habe. Aber inzwischen geht es ganz gut und wir werden das heute mal kurz anspielen. Es ist ein ganz ruhiges Spiel. Durchaus für jüngere Kinder geeignet. Ich denke, man sollte lesen können. Und man kann inzwischen auch mehrere Speicherstände haben. Das war zu Anfang eben auch nicht so. Und deswegen möchte ich euch das heute zeigen. Na? Wird das heute irgendwie was? Ja. Spiel starten drückt ihr dann hier einfach. Dann habt ihr hier ein Mannequin. Das können wir etwas verändern. Direkt, ob Männlein oder Junge, kann man hier nicht wählen. Das macht man eben einfach aus anhand der Frisur. Und selbst da kann man dann ja eine Jungfrisur nehmen und einen Mädchennamen. Und wir suchen uns da jetzt erstmal was aus. Ich würde jetzt... Ja, ich denke, ich nehme mir diese Farbe. Ja, wir haben hier diese Ohren, die sind... ich finde sie sehr süß, aber die Ohren sind etwas groß. Das könnten wir nehmen. Das finde ich ganz drollig beim Mädchen. Das ist eigentlich auch ganz süß. Das mag ich auch sehr. Ich mache das jetzt einfach mal so. Wir können das noch verändern. Hat das hinten so ein Puschel drauf. Finde ich ganz süß. Habe ich aber schon mal. Deswegen würde ich jetzt vielleicht so eine nehmen. Die hat die Haare offen. Die Öhrchen sind ein bisschen verdeckt. Es ist trotzdem schön fluffig, das Haar. Und wir machen vielleicht mal Wattelle Strähnchen Haarfarbe. So, und dann können wir vielleicht schöne blaue Augen dazu machen. Ja, und dann sieht die aus, wie ich mir meine alte Freundin Nanny da drinnen vorstellen könnte. Und deswegen lassen wir die jetzt auch so. Ja, dann drückt er auf OK und dann gibt es jetzt leider erstmal eine ganze Menge Text, wo man eigentlich nichts macht. Hier fährt die Kleine dann im Zug. Die kommt dann da gleich an. Genau, hier steht sie am Bahnhof und ja, nach da geht's nicht. Wir gehen nach hier oben. Ja, und wahrscheinlich ist es dunkel, es regnet, also gehen wir in das beleuchtete Haus hinein. Willkommen, willkommen. Nun ja, anscheinend regnet es immer noch. Ja, setz dich und entspann dich ein bisschen. Also machen wir das mal. So. Willst du vielleicht ein heißes Getränk zum Aufwärmen? Wir nehmen eine Tasse Tee. Einen Moment. Du siehst ein wenig durchnässt aus. Hehe. Du bist wohl nicht von hier, was? Da drücken wir auf Nein. Ja, wir kommen dieser Tage nicht so viele Besucher. Es ist ziemlich ruhig hier geworden. Da bist du ja. Toll. Bis vor kurzem war es hier ziemlich belebt, aber dann fingen die Leute an wegzuziehen, um in der Stadt Geld zu verdienen, nehme ich an. Es gab schon gute Zeiten, nicht wahr? Ja, die gab es. Woher kommst du? Dann nehmen wir mal aus der Stadt. Wie bist du hier gelandet? Oh, ich bin eingeschlafen. Habe ich zu schnell gedrückt? Im Zug? Ja, ja. ach du liebe Zeit. Ich fürchte, so schnell kommt hier keiner wieder. Ja, sie fahren nicht mehr oft. Ich kann mich echt nicht mehr erinnern, wann zum letzten Mal... gesehen habe, dass jemand den Bahnhof benutzt, ganz zu schweigen von einem Zug. Ja, ja.
Ich nehme an, dass du keinen Platz hast, an dem du bleiben kannst. Den haben wir nicht. Das ist bedauerlich. Was ist mit deinem Gästezimmer, Oma? Jetzt, wo du es erwähnst, es wird niemand kommen, um diese verschlafene Stadt zu besuchen. Also warum lässt du... Ach, wie heißt du eigentlich, Jungspund? Dann geben wir jetzt mal hier unsere Nanny ein. Nun ja, warum überlässt du Nanny nicht für eine Weile dein Gästezimmer, Oma? Zumindest für eine Nacht. Es ist ein wenig verstaubt, gib mir einen Moment. Du scheinst dich schon ein wenig aufgewärmt zu haben. Ich heiße übrigens Moss. Mir gehört der kleine Laden auf der anderen Straßenseite. Es ist nicht viel, aber die Leute müssen ja irgendwo Milch und Zucker kaufen, nicht wahr? Also, ja, ich habe den Heizkörper eingeschaltet, weil es kalt war. Du kannst über Nacht bleiben. Das geht ja sicher auch länger. Oder Oma, schließlich bekommen wir ja nicht viele Besucher hier. Nun ja, wir werden sehen. Dort oben ist ein Futon. Ich habe auch ein Handtuch für dich gefunden, falls du dich abtrocknen möchtest. Wir bedanken uns. Begib dich nach oben, wenn du fertig bist. Ich schließe bald ab. Und dann quetschen wir jetzt mal nach oben in diesen Raum hinein. Ja, das ist alles so. Schlafen. Ja, dann haben wir hier einen neuen Tag. Morgen, wie hast du geschlafen? Wir drücken mal okay. Gestern Nacht war der Wind so stark, dass er hier draußen einen Baum entwurzelt hat. Muss es jetzt dort und versucht herauszufinden, was getan werden muss. Kannst du ihm vielleicht helfen? Und das können wir dann machen. Oh, wegen des Zimmers. Keiner benutzt es, also kannst du hier bleiben, solange du willst. Ich lasse die Türe unversperrt. Du kannst hier vorbeikommen, wenn du ein Nickerchen machen oder dich entspannen willst. Dankeschön. Aber mach keine Unordnung, okay? Hau jetzt ab. So, also in diesem Spiel geht es eben darum, dass ihr hier ein Dorf beleben könnt, indem ihr eben Aufträge erledigt, Häuser baut und was hier eigentlich auch sehr schön ist, ihr könnt hier Möbel gestalten. Also es ist ein wenig eine Mischung aus Die Sims und Stardew Valley. Ja, und das Ganze läuft eben sehr ruhig ab. Also hier kriegen wir jetzt unsere Axt. Okay. Ja, und dann könnt ihr hier mit den Dorfbewohnern, die noch da sind, reden. Ihr könnt andere einziehen lassen und ein Häuserchen bauen, eben Möbel. Ich werde so ein bisschen was vorstellen, aber ich glaube, so ein gesamtes Let's Play weiß ich nicht, ob das hier wirklich Sinn macht, weil es wirklich ein total ruhiges, entspannendes Spiel ist. Hier haben wir dann den ersten. Pua. Hallo zusammen, bist anscheinend neu hier. Willkommen in Hoko. Ich heiße Pua. Ich bin mir sicher, wir werden uns glänzend verstehen. Schön, dich zu sehen. Toll. Ja. Weil wir wahrscheinlich schon mal mit dem gequatscht hatten. Mal jetzt hier ein Haus. Okay. Ich habe auch schon gemerkt, dass die immer ein wenig anders aussehen können, diese Nachbarschaften. Also es ist nicht immer dasselbe. Und du kannst deine Bewohner, die hier einziehen, auch so ein bisschen aussuchen. Du bist neu hier, stimmt's? Das ist toll. Ich bin übrigens Nico. Ich habe nichts gegen die Morgenstunden, weißt du, aber irgendwann muss ich eben schlafen, klar.
ist diesmal die Werkstatt, ist diesmal hier, okay. Ja, und ihr könnt hier solche Blümchen abpflücken und hohes Gras sammeln. Da auch nochmal. Tja, wenn wir einen Kescher hätten, könnten wir Schmetterlinge fangen. Haben wir noch nicht. Aber wir haben die Axt. Deswegen sollten wir dann jetzt mal hier anfangen, Holz zu hacken. Ich denke, das werden wir wahrscheinlich brauchen. Ja, zu Anfang hatte ich zumindest ganz schön große Probleme mit dem Werkzeug, das immer anzulegen. Es war ganz schön kompliziert. Ihr habt hier so einen Rucksack, eben wo sich die Sachen drin speichern. Und ja, zu Anfang war das irgendwie mit Werkzeug weglegen und wieder anlegen ganz schön schwierig. Also jetzt geht es eben mit dem Spiel mit Controller. Und jetzt geht es ganz gut. Also zu Anfang war das ein Krampf, deswegen habe ich mich zu Anfang echt geärgert. Aber jetzt, nee, ist es ganz schön. Inzwischen haben wir ja auch so, dass wir hier wirklich Gemüse pflanzen können. Es dauert am Anfang eine ganze Weile, bis man irgendwie das Gefühl hat, voranzukommen. Aber es kommt immer mehr dazu. Und ja, irgendwann sind immer so kleine Herausforderungen, die man dann erfüllen kann, wo man dann drauf hinarbeitet. Jetzt können wir das Werkzeug wieder weglegen und könnt ihr nochmal Blumen wählen und Grasbüschel sammeln. Gibt's da was? So. Okay. Aha. Ja, die Nachbarschaft sieht anders aus, wie meine, mit der ich bis jetzt gespielt habe. Hier ist viel mehr Fluss. Ja, deswegen, also ich denke eigentlich, ist es ganz gut ein Spiel, was wirklich auch Kinder spielen können. Das Einzige, was hier wahrscheinlich etwas schwierig dann wird, ist mit den Möbeln machen. Das ist übrigens der kleine Laden, da könnt ihr dann hingehen. Könnt mit dem hier reden und ihr könnt hier auch Sachen verkaufen. Toll, bei den Einwohnern vorstellen, das haben wir ja schon gemacht. Das ist ruhig in der Stadt, sie würden sich bestimmt mal freuen, ein neues Gesicht zu sehen. Ich sollte, die Axt, was machen wir mit der Axt? Ach ja, naja, du kannst sie vorerst behalten. Könnte sich als nützlich erweisen. Wie dem auch sei, ich muss los, gut. Ah, ja, da sind wir schon wieder. Die neue Gesichter haben mich daran erinnert, wie schön es hier früher war. Ja, klar. Es ist noch gar nicht so lange her, dass wir hier viel mehr Leute gewohnt haben und die Stadt voller Leben war. Wir waren eine tolle kleine Gemeinschaft und wir haben uns alle gegenseitig geholfen. Ehrlich gesagt, kümmern wir uns kaum noch darum, die Stadt einladend zu gestalten. Kein Wunder, dass so viele Leute hier weggezogen sind. Weißt du was? Es bringt nichts, deshalb Trübsal zu blasen. Wenn wir die Gegend hier ein wenig aufpolieren, kommen vielleicht mehr Gäste wie du hierher. Auch wenn dich nur der Zufall hierher geführt hat. Bleib noch ein Weilchen hier. Hast du Lust, diesen alten Mann unter die Arme zu greifen? Aber das machen wir doch.
Weißt du, früher gab es draußen ein paar Bänke, auf denen die Leute hinsetzen konnten. Mit der Zeit sind sie doch kaputt gegangen und wir sind nie dazu gekommen, sie zu reparieren. Ich wette, Sally würde uns damit helfen. Ich nehme an, du hast sie noch nicht kennengelernt. Warum klopfst du nicht einmal an die Werkstatttür und siehst nach, ob sie da ist? Wunderbar. Ja, das ist das Häuschen, wo wir dann eben noch nicht rein konnten. Aber jetzt geht das. Die hüpfen hier immer so lustig umher. ja, öffnen. Ja, und das ist die Werkstatt. Hier werden wir einige Zeit drin verbringen. Oh, hallo. Du musst Nanny sein. Du bist doch im Zug eingeschlafen. Stimmt's? Keine Sorge, das passiert dem Besten. Was kann ich hier für dich tun? Bänke, bitte. Oh, wir renovieren die Stadt. Großartig. Da kann ich definitiv helfen. Es wäre schön, diesen Ort zu etwas weniger baufällig zu machen. Mal sehen. Ich kann ein paar Bänke herstellen, kein Problem. Allerdings habe ich kein Holz mehr. Ein Tischler ohne Holz. Was ist das nur? Was ist nur aus dieser Welt geworden? Du hast doch Moss dabei geholfen, den großen Baum zu fällen, richtig? Wie wäre es, wenn du die Axt nimmst und uns ein wenig Holzscheide besorgst? Haben wir schon gemacht. Ich brauche etwa 12. So. So, können wir praktisch wieder reden. Wie ist es dir ergangen? Ich habe die Holzscheide. Super. Na dann, los geht's. Bitteschön. 2 schöne neue Bänke. Nicht schlecht, wenn ich das so sagen darf. Sollte zumindest für Moss reichen. Du kannst sie doch für mich liefern, oder? Klar machen wir das. Hurra. Danke, Nanny. So, und dann gehen wir jetzt zurück zu Moss. Das sind diese kleinen Aufträge. Es kommen später natürlich jede Menge andere noch dazu. Oh, hallo Nanny. Wie ist es dir ergangen? Oh, das ist einfach perfekt. Weißt du was? Warum suchst du nicht ein paar hübsche Plätzchen im Stadtzentrum für sie? Sag Bescheid, wenn du damit fertig bist. Ja, dann können wir jetzt gehen und diese Holzbänke stellen. Ich würde euch raten, lasst diesen Platz hier vorne frei. Aber hier können wir was hinstellen. Macht ihr euren Rucksack auf, nehmt die Bank, könnt ihr dann noch drehen, wie ihr wollt, und könnt ihr dann hier hinstellen. So, jetzt haben wir eine. Stellen wir da vielleicht die zweite hin. Können wir die auch noch mal rumdrehen. Oh, das war wieder einmal zu viel. So. So. Fabelhaft. Ich habe keinen Zweifel daran, dass die Stadt jetzt viel schöner aussieht. Du kannst so viel verändern, wie du möchtest. Hier sieht schon seit Jahren alles gleich aus. Ein paar Renovierungen können also nicht schaden. Danke, Nanny. Komm wieder, wenn du Zeit hast. Ich habe noch andere Ideen zur Verbesserung der Stadt. Ja, was denn? Hey, Nanny, hast du schon mit Oma gesprochen? Sie wollte dir irgendwas mit dir besprechen, okay? Dann gehen wir zu Oma rein. Hallo Nanny, ich serviere täglich Mittags- und Abendessen. Du wirst hier oft neue Leute sehen. Die meisten sind gute Freunde von mir. Du solltest sie begrüßen. Super, noch was? Dass du dabei hilfst, die Stadt aufzumöbeln. Das ist gut, denke ich. Wir könnten mehr Besucher gebrauchen. Ich könnte auf jeden Fall mehr Kunden gebrauchen. Man weiß ja nie, vielleicht bleiben ja ein paar Leute hier, wenn der Ort schön genug ist.
Also, ich hatte da eine Idee. Wir haben einen richtig tollen Strand hier. Er war bei den Anglern sehr beliebt. In den letzten Monaten wurde hier jedoch ein Haufen Müll und Algen angespült und niemand hat sich darum gekümmert. Meinst du, du könntest den Müll dort einsammeln und zurückbringen? Ich kann ihn zusammen mit dem Abfall hier wegwerfen. Oh, das machen wir doch. Gut. Ja, Aufträge könnt ihr auch nachgucken, wenn ihr hier oben auf euren Rucksack geht. Also mit dem Controller ist das über die Y-Taste. Da habt ihr hier auch immer, da seht ihr, was in eurem Rucksack drin ist. Hier seht ihr eure Aufträge, die ihr erfüllen sollt. Und ja, wenn ihr eben mal gespeichert habt, ein paar Tage nicht da war, ist es eben ganz sinnvoll, hier mal reinzugucken, was für eventuell noch offen war. Und zum Strand geht es hier runter. Das ist hier gleich. Hier bei mir im Spiel. Okay. Eine Muschel. Also mit X aufsammeln, mit Y in den Rucksack stopfen. Falsche Taste. Falsche Taste. X, Y. So. Nochmal. Ja, ihr könnt ihr dann Brücken bauen, Häuserchen bauen, ihr könnt diese Stadt, also ich habe inzwischen einige Orte freigeschaltet, die zu Anfang verschlossen sind für euch. Es geht hier dann immer weiter. Ich weiß noch nicht genau, wo das zum Schluss hinführt, was man hier wirklich alles machen kann. Ja, hier könnt ihr dann Häuserchen bauen. Angeln könnt ihr hier. Ja, Steine kloppen, wenn wir was dafür hätten. Haben wir aber nicht. Das kommt erst später. Gehen wir jetzt erstmal wieder zurück zu Oma. Kommen wir nochmal. Ah, Unkraut. Haben noch gar nicht alles abgeerntet vorhin, ne? Ah, das scheint alles zu sein. Danke, Nanni. Ich werde darüber nachdenken, wobei ich sonst noch Hilfe brauchen könnte. Okay. Ja, dann würde ich sagen, wir gehen erstmal wieder dahin. Reden nochmal mit dem. Schön, dich zu sehen, Nani. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag. Toll, mehr ist nicht. Schön, dich zu sehen. Mehr kann ich noch nicht. Dabei würde ich mir gerne da Teile kaufen. Was kostet das? 348. Und ich habe doch Zeug im Rucksack zum Verkaufen. Ja, hier könnt ihr dann auch immer ein paar Sachen kaufen für eure Häuserchen, die ihr baut. Von dem, was ihr eben nicht selber herstellen wollt. Oh, Pflänzchen. Pflanzen gibt es so wenige immer. Was kosten die? 20. Ich habe 31. Ich kaufe mir die. Super. Die stellen wir jetzt erstmal oben im Zimmerchen ab, bis wir Häuser bauen können und dann können wir uns ein Haus bauen.
So, da ist unsere schicke Pflanze. Die kommt da oben drauf. Kann man die nicht da oben drauf stellen? Hä, warum können wir die nirgendwo hinstellen? Doch, da geht's. Okay. Sally hat dich nach dir erkundigt. Geh am besten rüber in ihre Werkstatt und frag nach, was sie wollte. Ja, ihr lauft hier eben viel hin und her und erledigt die Sachen, aber es ist halt ja wirklich ein spannendes Spiel. Ja, mehr fällt mir dazu echt nicht ein. Werkstatt. Ja, als nächstes werden wir wohl mal eine Brücke bauen, um darüber zu kommen, ne? Sally, reden wir nochmal. Oh, hey Nanny, perfektes Timing. Ich schätze, du wirst keine Zeit haben, mir etwas zu helfen, oder? Ach, klar doch. Klasse. Sorry, ich bin wieder, dass ich wieder nerve, aber könntest du mir noch ein paar Holzscheite besorgen? Ich bin gerade mitten in einem Entwurf und ich weiß, wenn ich rausgehe, lasse ich mich ablenken. Bringst du mir 15 Holzscheite, ja. Mache ich. Du bist Gold wert. Also, was habe ich gerade getan? Gut, wie viel haben wir denn im Rucksack noch? Wir haben 24 noch drin. Oh. Dann können wir die gerade wieder anquatschen. Haha. Perfekt. Oh, oh. Möchtest du dich im Anfertigen von Dingen versuchen? Ich wollte diese Holzscheite selbst zu Brettern verarbeiten, aber ich bin gerade mitten in was auch immer ich getan habe. Du kannst da drüben bei der Werkstätte vor dem Ofen arbeiten. Ich brauche 5 Bretter, glaube ich. Ja, dann könnt ihr hier an diesem Ding wieder was herstellen. Und dann klickt ihr dann hier drauf. Sie hat gesagt, sie braucht 5. Also machen wir 5. Dann gehen wir wieder raus und gehen wieder zurück. Oh, wow. Das hast du prima gemacht. Hast du das schon einmal gemacht? Die sind perfekt. Danke, Nanny. Vielleicht brauche ich später nochmal Hilfe. Also komm vorbei, wenn du Zeit hast. So. Okay. Ja, jetzt könnte ich hier mit den Dorfbewohnern wieder reden. Und eben alles abernten, was ihr kriegen könnt. Meine Güte, ist da eine Unordnung. haben wir denn hier noch irgendwie was rumliegen? Da haben wir noch einen Holzscheit. Genau. Grasbüschel. Ja, und das wandert da immer direkt in den Rucksack rein. Ja, was könnten wir noch machen? Naja, zu Anfang ist es nicht so spannend. Deswegen ist ein wirklich total ruhiges. Ah, hier kommt man noch gar nicht rüber. Gut. Vielleicht mache ich dann auch heute mit dem Video erstmal Schluss. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ja, lasst ein Abo da, wenn ihr hier nichts verpassen wollt, wie es hier so weitergeht. Ich weiß, dass man die Kleinen hier auch irgendwo winken lassen kann. Wie ging das doch gleich? Wie funktionierte das? Ah, vielleicht kommt das auch erst später. Ich weiß es gar nicht mehr. Okay. Ja, aber das war's dann zumindest. Ja, lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen wird. Schreibt mal gerne unten was in die Kommentare, ob ihr euch davon gerne noch mehr sehen wollt oder ob euch das überhaupt nicht interessiert.
Und ja, welche Erfahrungen ihr vielleicht mit dem Spiel schon gemacht habt, vielleicht spielt ihr das ja auch schon. Und ja, das war's für heute. Schaut gerne unten rein. Ich werde meine Nummer eingeben. Hier kann man sich ja auch Möbel von anderen runterziehen später im Laden. Und deswegen werde ich meine Nummer für meine Möbelstücke, die ich ja zur Veröffentlichung freigegeben habe, dort schon mal mit angeben. Ja, das war's dann und ich sage Tschüss und hoffentlich bis zum nächsten Mal.